Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Die kleinen Fohlen gewinnen die Partie mit 3:1. Vicky, eine Partie, die jetzt deutlich ausgefallen ist, aber deutlich höher auch ausfallen hätte können. Ja, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit der Borussia aus Mönchengladbach. Und am Ende, wie gesagt, wie du sagtest, es hätte der ein oder andere Tor fallen können. Eine sehr passive Aachener Mannschaft. Und am Ende ein ganz klar verdienter Sieg von Mönchengladbach. Einfach auch individuell stärker Gladbach besetzt, sodass Aachen eigentlich gar keine Chance hatte. Was war dein Problem? Ja, es ist schwierig zu sagen. Die Gladbach haben es einfach mal sehr gut gemacht. Und man sieht, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die technisch sehr stark ist. Und heute kam aus der Aachener Seite nicht sehr viel. Und dann war bis Gladbach ein leichtes Spiel in der zweiten Hälfte. So habe ich es zumindest gesehen. Ja, jetzt drehe ich mich einmal von dir weg. Denn wir nehmen mal Phil Beckhoff in unsere Mitte. Hallöchen. Glückwunsch. Phil Beckhoff, herzlichen Glückwunsch erst einmal zu diesem Sieg. Joker-Tor, würde ich mal schön so sagen. Wir schauen gerne auch mal auf Ihr Türchen. Das ist dann in der 62. Minute gefallen, relativ kurz nach Ihrer Einwechslung. Vielleicht nehmen Sie uns einfach mal mit, wie Sie es denn so empfunden haben. Ja, es sehe mir, ich glaube, das ist nicht die Situation. Das ist, glaube ich, das 2-1, wenn ich das richtig sehe. Wir haben jetzt gerade nicht dahin. Ja, das war das 2-1, ja. Das 2-1. Vielleicht haben wir noch Ihr Tor. Da ja, genau. Semi kriegt den Ball, glaube ich. Spielt mir dann im richtigen Moment den Ball. Ich nehme ihn einmal an und sehe, dass der Torwart relativ weit links steht und schießen dann unten rechts rein. Ja. Kann man so machen, auf jeden Fall. Es ist gerade so ein bisschen Ihre Zeit, Ihre Wochen, möchte ich fast sagen. Im März dreimal getroffen, jetzt heute nochmal. Wie schätzen Sie sich selbst aktuell ein und vor allem auch auf den Blick in die Zukunft? Ja, also zurzeit läuft es gut bei mir. Ich komme oft von der Bank, was ich auch annehmen muss, weil oft auch Unterstützung von oben kommt. Ist dann für einen selber manchmal schwer, aber wenn man reinkommt, egal ob es 10 oder 20 oder 30 Minuten sind, probiere ich immer Vollgas zu geben und zurzeit läuft es gut und ich probiere den positiven Flow mitzunehmen bis Ende der Saison und dann schaue ich mal, wo es dann im Sommer hingeht. Bekim, es war auch zum Teil so ein Zusammenspiel zwischen Telalovic und ihm, hatte ich das Gefühl. Ist das etwas, was da vorne einfach so auch funktionieren muss? Ja, insgesamt hat die Offensive der Gladbach heute sehr gut funktioniert und der junge Kerl hier hat das auch sehr gut gemacht. Vor allem die eine Aktion da hat mich sehr imponiert. Übrigens war ich selber auch früher Stürmer, deswegen weiß ich so ein bisschen ungefähr. Hast du sehr gut gemacht, leider mit der rechten Fuß, der Abschluss war nicht so toll, aber ja. Insgesamt... Vielleicht ein Haken zu viel. Ja. Nein, ich weiß, das war schon okay, das war auch wichtig, nur der Abschluss mit dem rechten Fuß war etwas schwierig, aber ein gutes Spiel, sehr gute Aktionen gehabt für die kurzeste Zeit, weiter so. Dankeschön. Der Coach spricht da noch ein bisschen mit Phil Beckhoff. Sie haben es gerade angesprochen, immer von der Bank zu kommen, ist natürlich so eine Sache. Sie nehmen das aber so an, ist aber etwas, was man auf Dauer ja nicht so haben möchte. Wo sehen Sie sich denn in Zukunft? Nee, jeder Spieler, glaube ich, will von uns von Anfang an spielen. Nur wir haben dieses Jahr einen brutalen Kader. Auch wenn keiner von oben kommt, haben wir einen guten Kader. Und ihr seht das ja auch, jede Woche ist wahrscheinlich ist eine andere Aufstellung bei uns. Also bei uns gibt es nicht 11 Spieler, sondern ich glaube bis 18 Spieler, die immer das Recht haben zu spielen. Und das ist halt auch schwer für den Trainer und auch schwer ab und zu für uns. Aber wir verstehen uns im Team so gut, dass es auch mal eine Entscheidung gegen einen, dass es kurz schmerzt, aber dann, wenn wir auf dem Platz stehen, dann jeder für jeden rennt. Und deswegen stehen wir auch da oben. Jetzt sind es noch 6 Spiele, wenn ich mich nicht irre. Zweiter Platz, auch etwas, womit man sich zufrieden geben muss? Ja, leider, sage ich mal. Weil wir gucken natürlich auch auf Münster, aber ja, die machen ihre Hausaufgaben auch. Und wenn man ehrlich ist, geht auch oben nichts mehr. Wir probieren unseren Platz 2 zu sichern und das haben wir auch heute wieder ganz gut gezeigt. Jetzt auch erstmal feiern. Vielen Dank. Ja. Bringst du uns gerne deinen Trainer. Mach ich. Dankeschön. Ja, man kann sich damit auch erstmal zufrieden geben, wenn es eben Platz 2 ist und eben auch der Blick auf, von der Bank. Hallo, herzlichen Glückwunsch erst einmal. Eugen Polanski, es ist ein bisschen kalt. Ich gebe unserem Experten recht. Wir hätten uns bewegen müssen. Ihre Mannschaft hat es getan. In der ersten Halbzeit, muss ich sagen, ja, war kein richtiges Durchkommen. Und dann kam dieses 0:1 aus Ihrer Sicht. Was haben Sie Ihrer Mannschaft vor allem in die zweite Hälfte mitgegeben? Ja, ich glaube auch in der ersten Halbzeit legen wir uns den Gegner so ein bisschen zurecht mit wenig Durchschlagkraft, technischen Fehlern, wo es, glaube ich, schon deutlicher hätte auch in der ersten Halbzeit sein können.
machen, glaube ich, ein schönes Tor. Wir wussten, dass sie, oder haben jetzt erahnt, nach den ersten paar Minuten, dass sie wirklich auf Konter aus sind und Standardsituationen passen einmal nicht auf. Alles andere haben wir, glaube ich, ganz gut weggeteidigt. Haben sie gut gemacht und dann im Endeffekt auch in der zweiten Hälfte gezeigt, wo die individuelle Stärke ist. Das ist einfach im Endeffekt ihr Vorteil gewesen gegenüber Alemannia, richtig? Ja, ich glaube schon, dass Alemannia Aachen auch individuell starke Spieler hat. Ich glaube, ich war ein bisschen überrascht, dass sie die Intensität nicht ganz so auf dem Platz heute kriegen, weil sie, glaube ich, schon sich sehr, sehr auf uns eingestellt haben. Und wir finden dann immer wieder Lösungen gegen solche Gegner. Dementsprechend ist ein sehr, sehr großes Kompliment an die Mannschaft heute. Ich hatte ja gerade Phil Beckhoff hier neben mir stehen, der auch gesagt hat, von der Bank zu kommen ist nicht immer leicht. Jetzt hat er heute wieder für ein Tor gesorgt. Er nimmt es aber gern an. Welche Worte richten Sie an ihn? Ja, Bex hat jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen einfach wirklich zu Form gefunden. Das hat er in der Hinrunde nicht ganz so gehabt. So ein bisschen Knotenlöser, auch was Tore angeht. Er trifft dann auch, ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Heute hatten wir, wie gesagt, so ein bisschen die Angst gehabt, dass wir nach Mittwoch und Sonntag bei ihm so ein bisschen die schwindenden Kräfte hätten. Dementsprechend haben wir vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen Spiel gerechnet und habe ihm aber gesagt, dass die Räume deutlich größer werden später. Matchplan ist dann in der Hinsicht aufgegangen, dass er dann auch reinkommt, direkt wieder trifft und wieder wichtig ist. Und ich kann ihn verstehen, so wie alle anderen auch. Wir haben 11 Plätze zu vergeben, haben aber ja, Gott sei Dank 18, 19 Feldspieler, die es eigentlich immer verdient hätten. Dementsprechend müssen wir das als Pluspunkt für uns werden. Becky, auch so als Ex-Gladbacher möchte ich mal sagen, wie hast du das Spiel und eben auch die Arbeit von Eugen Polanski eingeschätzt? Ja, ich habe schon im Vorfeld gesagt, Tabelle 2, nach wie vor noch eine kleine Chance, um aufzusteigen. Die letzten Jahre hat Gladbach Amateure meistens unten mitgespielt. Ein riesengroßer Verdienst. Freue ich mich natürlich für Eugen. Wir haben auch eine gemeinsame Zeit gehabt. Aufstieg in die Regionalliga damals. Eine Frage nur. Hast du die Aachener so passiv erwartet? Nein, habe ich nicht. Habe ich ja gerade schon gesagt, da war ein bisschen überrascht. Ich glaube, das ist das größte Kompliment für die Mannschaft. Wenn die Aachener so passiv sind, dann haben sie, glaube ich, einen Matchplan auf Konter ausgelegt. Dementsprechend wissen sie, dass wir spielstark sind. Wir haben es ein bisschen anders erwartet, auch ein bisschen anders eingestellt, unsere Mannschaft. Aber es ist die große Qualität, dass ich den Jungs immer wieder sage. Also die Qualität ist, dass wir es schaffen, auf den Gegner zu reagieren und eigentlich immer unser Ding durchzuziehen. Die gleichen Prinzipien, gegen egal welchen Gegner, wie er sich hinstellt, Lösungen finden. Das haben wir, glaube ich, heute wieder sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Und ich glaube, dass dieses 3-1 noch sehr, sehr, ja, sehr, sehr gering ist. 6 Spiele sind jetzt noch zu spielen. Jetzt erstmal feiern, glaube ich. Ein bisschen genießen darf man diesen Sieg auch. Vielen Dank, Eugen Polanski. Dankeschön. Und wir machen den fliegenden Wechsel. Der Trainer der Alemannia Aachen kommt jetzt auch zu uns. Hallo, Heiko. Es ist natürlich im Endeffekt 1-3 aus Ihrer Sicht ausgegangen. Aber in der ersten Hälfte konnten Sie eine Situation zumindest erstmal nutzen. Wie können Sie uns diese erste Hälfte auch mal erklären? Weil es war sehr viel zu verteidigen und dann wurde doch eine Schnittstelle aber wieder gefunden. Ja, man muss sagen, Borussia Mönchengladbach, das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, sehr spielstarke Mannschaft, sehr variabel, auch von den Positionsbesetzungen, stehen nicht umsonst oben. Deshalb ging es in erster Linie darum, für uns heute auch, nachdem wir viele direkte Spiele gegen gute Mannschaften verloren haben, wo wir sehr mutig waren, etwas kompakter zu stehen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ist das trotz viel Ballbesitz eigentlich ganz gut aufgegangen. Gladbach hat viele lange Bälle gespielt, die wir abfangen konnten und haben dann selber unsere Chance genutzt. Schade, dass wir kurz vor der Pause das 1-1 bekommen. Ich glaube, es gibt sicherlich, auch wenn wir am Ende verdient verloren haben, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, gibt es ein paar Schlüsselszenen. Ich weiß nicht, 10., 12. Minute, ob es eine rote Karte ist, weiß ich nicht, wäre zu einfach. Und natürlich in der zweiten Halbzeit, wo Mause alleine auf den Torwart zuläuft, wenn wir da vielleicht das 2-1 machen, läuft das Spiel auch in eine andere Richtung. Und dann mit dem 2-1 und mit dem 3-1 hat man dann gemerkt, dass nach und nach leider auch die Gegenwehr geschwunden hat. Da müssen wir uns dann einfach anders präsentieren, gerade nach dem 3-1, dass wir defensiv dann trotzdem, auch wenn man weiter natürlich wieder rankommen will, darf man nicht zu offen sein. Da können wir uns dann bei Marcel auch bedanken, dass er noch die ein oder andere Situation da auch rausgeholt hat, dass es nicht noch höher ausgegangen ist. Marcel Jonen, also der Torwart in dieser Stelle, nun mal wirklich derjenige, den man noch so loben kann. Was geben Sie Ihrer Mannschaft jetzt aber mit? Weil die Fanunterstützung war da, der Kampf war auch zu spüren, das finde ich, hat man schon gemerkt, aber die endgültige Durchschlagskraft im Endeffekt hat gefehlt. Ja, Durchschlagskraft ist ja so ein Thema, was uns auch die letzten Wochen begleitet hat. Ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut und guckt, wie wenig Tore wir in dieser Saison gemacht haben, dann ist auch das ein Indiz, dass da der Schuh drückt.
Natürlich müssen wir auch gucken, dass wir jetzt in den nächsten Spielen gerade zu Hause gegen Strahlen, dass wir da offensiv natürlich wieder mutiger sind, mehr kreieren. Das wird aber auch wieder ein ganz anderes Spiel. Der Beckham weiß das, glaube ich, ganz gut, wovon ich spreche, auch als Ex-Trainer von Strahlen. Aber heute ging es in erster Linie darum, natürlich auch gut zu verteidigen, wenig Raum zu geben. Ich denke, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, haben wir das ganz gut gemacht, aber leider mit zunehmender Zeit dann auch dem Gegner zu viele Räume gegeben. Beckham, was würdest du ihnen denn jetzt noch mitgeben für die Zeit? Ja, keine einfache Situation. Die Saison ist für die Aachener mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht gelaufen, aber jetzt geht es nur darum, sich zu sammeln, deine anderen Spieler sich zu empfehlen. Insgesamt war es heute aus meiner Sicht etwas zu wenig, nicht so mutig gewesen, ein bisschen zu passiv. Warum? Warum diese Passivität? Ja, was heißt passiv? Ja, es geht ja einmal, ich kann in der Zone vorne verteidigen, aber ich kann etwas defensiver verteidigen. Wir haben das die letzten Spiele gegen Fortuna Köln, gegen Wuppertal, gegen Münster immer sehr, sehr hoch verteidigt. Da haben wir die Spiele klar verloren, haben gemerkt, dass wir nicht so den Zugriff bekommen haben. Deshalb haben wir jetzt auch mal in die Mannschaft reingehört, die sich auch in der Kompaktheit wohler fühlt. Das haben wir in der ersten Halbzeit gemacht, auch gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat man ja auch gemerkt, wir haben alles gestellt, wir haben auf zwei Spitzen gestellt, wir haben Viererkette gespielt, wir sind mutiger draufgegangen, aber hatten auch da am Ende den nötigen Zugriff. Das heißt, letztlich glaube ich, dass auch wir da in diesem volle Rückfahrt danke. Trotzdem danke. Und Dankeschön. Danke. Ja. Ciao. Also ja, ein bisschen passiv neu gewesen. Das kann er auch nicht abstreiten in dem Fall. Ein deutliches Spiel ist es im Endeffekt gewesen für Borussia Mönchengladbach 2, die dann eben auch wahrscheinlich eine sehr goldene Zukunft vor sich haben. Die nächste Saison kann kommen und dann geht es eigentlich ja nur noch um den Aufstieg, oder? Bei Borussia meinst du jetzt? Na, man muss natürlich noch einmal sehen, wie die Entwicklung der Spieler letztendlich, das steht ja bei Borussia im Vordergrund. Aber so wie die heute aufgetreten sind in der zweiten Halbzeit, ja, sehr flexibel. Die Jungs da vorne haben sich sehr, sehr gut bewegt. Und natürlich kann ich auch den Trainer der Aachener jetzt verstehen, ja. der irgendwo so kritische Fragen vielleicht nicht so gerne hat, was ja ganz normal ist, verstehe ich auch. Aber insgesamt haben wir eine sehr, sehr gute Gladbacher Mannschaft gesehen. Und für die Aachener wird es tatsächlich nicht so einfach für den letzten Spiel. Wer weiß, ich sag mal, es muss eigentlich aus Aachener Sicht mehr kommen. Es muss mehr kommen. Die nächste Saison, sie klopft ja quasi schon an die Tür. Ein paar Spielchen sind es trotzdem noch. Und wir haben dieses jetzt erst einmal beendet. Dankeschön für deinen Einsatz, Beckham. Es war mir eine Freude. Jetzt schnell ins Warme. Und ich bedanke mich bei dir und danke wünsche auch Ihnen und euch noch einen wunderschönen Nachmittag, einen schönen Sonntag. Das war die Regionalliga West. Der 28. Spieltag ist hiermit beendet. Alles Gute und bis bald. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.